Gesund und günstig kochen, das ist immer wieder Wunsch aus der Community. Heute geht es genau darum, ein Gericht für 4 Personen unter 7 Euro, das auch noch richtig lecker schmeckt. Zwar bin ich der Meinung, dass jetzt meine Küche nicht übermäßig teuer ist, ein bisschen aufwendig vielleicht, ja, okay. Aber ich wollte einfach mal schauen, nichtsdestotrotz, welche Kompositionen können wir so kreieren, wenn wir uns hauptsächlich am Preis orientieren. Ich bin der Ken und hier geht es eigentlich um gesundes, vollwertiges, vorwiegend rein pflanzliches Essen und als Plant-Based Flexitarier und Ernährungscoach zeige ich euch auf diesem Kanal, dass gesundes Essen nicht nur geil ausschaut, sondern auch so schmeckt. Und wer das nicht glaubt, schaut, was passiert, wenn er den Red-Button unterm Video drückt. Viel Spaß dabei! Wenn man Lebensmittel günstig einkaufen möchte, dann führt kein Weg am Discounter vorbei und genau das habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen eingekauft. Und bevor wir jetzt zu den Gerichten kommen, heute geht es nicht um Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck, moralische, ethische Aspekte. Heute geht es ausschließlich darum, was gesunde, vollwertige Gerichte kosten können. Ich habe ausschließlich Bio-Produkte verwendet. Das heißt, theoretisch könnte man die Rezepte auch noch ein bisschen günstiger kochen. Ich wollte schon billiger sagen. Außerdem ist mir bewusst, dass man Gewürze oder dergleichen erstmal kaufen können muss. Das weiß ich, trotzdem habe ich Gewürze verwendet und dann von allen Lebensmitteln den Wareneinsatzwert berechnet. Was ist euch eigentlich wichtig? Eher super günstig oder eher vollwertig und gesund und Preis ist eher sekundär? Kommentarsektion ist ab jetzt eröffnet. Unser erstes Gericht wird ein Reistopf Juvec-Style und wir fangen an mit 2 Paprika. Die Packung kostet 2,89 Euro und der Wareneinsatz betrug 1,80 Euro und das war mit Abstand auch die teuerste Komponente. Man kauft ja auch nicht im April Paprika, aber ich wollte hier bewusst auch nicht saisonale Lebensmittel mit einbauen, einfach um zu schauen, wie weit diese den Endpreis hochtreiben. Normalerweise erzähle ich euch an dieser Stelle jede Menge wichtige Infos zu den Nährstoffen und wie man diese am besten verwertet, aber ich habe beim Schreiben gemerkt, dass die Themensprünge von günstig zu gesund und wieder zu günstig nicht so richtig flutschen wollten und deswegen bleiben wir heute beim Thema Geld und das Thema Nährstoffe lassen wir mal außen vor, aber seid euch sicher, mit einer Paprika macht ihr nicht so viel falsch. Als nächstes brauchen wir 2 Zwiebeln und da kostet das Kilo 59 Cent. Das ist ein Wareneinsatz von 8 Cent und das ist das beste und krasseste Preis-Leistungs-Verhältnis, was Kosten-Nutzen-Faktor angeht. Zwiebeln, eines der gesündesten Lebensmittel und gleichzeitig eines der günstigsten. Absoluter Oberhammer. Dann kommen wir zu unserer Getreidekomponente. Das ist Reis. Nicht meine bevorzugte Getreidesorte, aber Juvec-Style ohne Reis ist halt echt weird. Beim Reis ist es wichtig, dass ihr ihn gescheit wässert und vor allem wascht. Der Reis, der in den Topf kommt, muss aus klarem Wasser kommen. Durch das Wässern lässt sich das durch den Boden aufgenommene Arsen teilweise wieder rauswaschen und ich wässere den Reis so Pi mal Daumen zwischen 15 und 20 Minuten. Nächste Komponente sind ein paar Ballaststoffe, TK Erbsengemüse 300 Gramm und das entspricht einem Wareneinsatz von 80 Cent. Die Zutaten aus Karotten, Mais und Erbsen sind clean und in Bioqualität und ich finde für den Preis eine echt gute Ballaststoffquelle. Dann dürft ihr auch schon ein bisschen Öl erhitzen. Bei Öl habe ich jetzt den Preis weggelassen, weil jeder irgendein Öl immer zu Hause hat. Und das stelle ich jetzt einfach mal und wir braten Paprika und Zwiebel an. Wenn ihr mehr von der Paprika haben wollt, dann könnt ihr die auch erst kurz vom Ende dazugeben. Aber ich wollte hier einfach nicht auf die Paprika-Röstaromen verzichten. Und sobald die nämlich da sind, reiben wir 2 Zehen Knoblauch rein. Wareneinsatz 5 Cent. 1 Teelöffel Genmai-Miso für 25 Cent und 3 Teelöffel Dattelcreme. Insgesamt kamen bei diesem Gericht 3 Datteln zum Einsatz mit einem Warenwert von 13 Cent. Die Datteln einfach mit 5 bis 8 cl Wasser fein mixen und nach Bedarf einsetzen. Genau wie das Rauchpaprikapulver, da kommen 2 Teelöffel zum Einsatz und kosten 24 Cent. Bisschen mitrösten und den gewaschenen Reis dazugeben und mit 400 ml passierte Tomaten, die mit 55 Cent zu Buche schlagen, einkochen. Aber da wir den Reis so nicht weich bekommen, schütten wir noch 200 bis 300 ml Wasser dazu. Und das lassen wir dann ganze 15 Minuten leicht köcheln und umrühren nicht vergessen, weil euch das sonst echt schnell anbrennt. Glaubt es mal.
15 Minuten sind definitiv ausreichend Zeit, um ein bisschen Eiweiß vorzubereiten. Dafür nehmen wir 150 Gramm Räuchertofu und ich muss meine Meinung echt revidieren. Ich habe ja in meinem letzten Tofu-Video den vom Aldi nicht so gut ausschauen lassen. Der Räuchertofu vom Aldi ist für das, was wir heute vorhaben, echt geiler Scheiß. Der hat einfach nur gut geschmeckt, fertig, aus, klein bröseln, mit etwas Öl scharf anbraten. Da bekommt ihr für 77 Cent Wareneinsatz echt lecker Scrambled Tofu. Wenn der dann langsam kross wird, ein Esslöffel Sojasauce dazu, 1-2 Teelöffel dunklen Balsamico-Essig und 2 Teelöffel Dattelcreme, ein bisschen Neibrutzeln, fertig. Und wenn der Reis noch ein bisschen Wasser braucht, dann schütten wir das jetzt dazu. Und wer sich von euch wundert, wo noch das Erbsengemüse bleibt, das habe ich vergessen. Denn das wird jetzt die letzten 5-6 Minuten mit zum Reis dazukommen und seid einfach ein bisschen gescheiter als ich. Wenn ihr mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt habt, kommen die restlichen 1-2 Teelöffel Balsamico dazu und dann braucht ihr nur noch eine gescheite Schüssel. Und rein mit unserem Juvec-Reis, den Tofu drüber und natürlich noch frische Frühlingszwiebel. Wareneinsatz 24 Cent, eine Handvoll Walnüsse, 25 Gramm für 40 Cent. Und ihr bekommt ein leckeres, vollwertiges Mittagessen für 4 Personen für 5,92 €, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wir schauen zum nächsten Gericht und das wird ein Curry. Als Getreide kommt diesmal Dinkel zum Einsatz, also der eure Bruder vom Grünkern. Und auch den müssen wir richtig wässern, am besten über Nacht, damit wir so viel wie möglich Phytinsäure schon im Vorfeld rausbekommen. Anschließend kochen wir den Dinkel nach Packungsanweisung oder für 10 Minuten im Schnellkochtopf. Hauptsache Koch- und Einweichwasser wegschütten, dann klappt es auch mit der Nährstoffaufnahme, zum Beispiel von unserer Zwiebel. Die ist vollgepumpt mit allem und davon jeder Menge und das für schlappe 19 Cent Wareneinsatz. Und ich wiederhole mich da echt gerne, was echt krass billig ist. Für die Packung an gesunden Nährstoffen, die die Zwiebel da am Start hat und welche das sind, erfahrt ihr glatt, wenn ihr den Red Button drückt. Dann schälen wir unser großes Stück Ingwer. Da kosten uns die 15 Gramm 8 Cent. Ich schneide hier kleine Würfel, aber ihr könnt den später auch einfach dazu reiben. Geschmack bringen uns 2 Teelöffel Kreuzkümmel, 2 Teelöffel Koriandersamen, 1 Teelöffel Kurkuma und alles schön fein mörsern. Dann wieder Öl in Pfanne, Zwiebel zu Öl, bisschen anrösten, Knoblauch zu Zwiebel, bisschen anrösten, Gewürze zu Knoblauch und Zwiebel. Anrösten, nicht verbrennen lassen, mit einem Schuss Wasser ablöschen, wieder die 55 Cent passierten Biotomaten dazu und noch ein wenig Wasser mehr, damit wir ein bisschen einkochen können. In der Zwischenzeit schneiden wir unsere Frühlingszwiebel klein, 4 Stück, 86 Cent. Frühlingszwiebeln sind die gleichen Gesundheitsbomben wie normale Zwiebeln und da wir sie roh verwenden, noch um einiges effektiver. Und weil wir gerade bei Bomben sind, ich habe hier noch eine Handvoll Erbsen keimen lassen. Gekeimtes Getreide und Hülsenfrüchte sind voll mit Mineralien und Vitaminen und eine echt günstige Nährstoffquelle. Einfach über Nacht wässern und dann 2, 3, 4 Tage, je nachdem, keimen lassen. Und zweimal am Tag natürlich immer schön durchspülen. Nicht vergessen, sonst kommen Keime auf die Keime. Wenn eure Tomatensauce eingedickt ist, kommen 200 Gramm ungekochte Kichererbsen gekocht dazu. Das dürften so um die 400-500 Gramm sein und die haben 58 Cent gekostet. Auch die habt ihr natürlich über Nacht eingeweicht. Wenn ihr mehr Soße wollt, dann kocht sie nicht so stark ein. Oder ihr nehmt weniger Kichererbsen, das überlasse ich euch. Hauptsache ihr schmeckt es mit Salz, Pfeffer, 2 Teelöffel Dattelcreme und einer halben Limette ab. Sucht eine passende Schüssel und daran kommen dann der Dinkel, Frühlingszwiebeln, die gekeimten Erbsen und das Kichererbsen-Curry. Und meine Frau meinte, ich muss das unbedingt betonen, mehr Soße tut dem Gericht gut. Jedenfalls bekommt ihr ein ausgewogenes Mittagessen, vollwertig, schmackhaft und mit einem Preis von 3,79 € für 4 Personen, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Und wenn doch, dann schreibt es mal in die Kommentare. Genau wie eure Meinung zum nächsten Gericht, dafür brauchen wir 300 Gramm TK Kreuzblütler mit Karotten, also Blumenkohl und Brokkoli. Ich habe überhaupt nichts gegen TK-Gemüse, ich bevorzuge zwar auch eher frisches Gemüse, aber wenn die Qualität vom TK passt, dann kommt es gar nicht so selten vor, dass die besser ist als die vom frischen Gemüse, vor allem dann, wenn das tagelang in der Auslage rumflackt. Was ist eure Meinung zu TK-Gemüse? Ja, nein, vielleicht und wenn nein, warum nicht? Getreidekomponente ist hier der Quinoa, 100 Gramm und auch den wascht man sehr gründlich, bevor man kochen. Eigentlich würde ich ja sagen, kauft ein Quinoa aus eurer Region, aber dann wäre das Gericht so nicht mehr machbar gewesen. Und das sagt alles über unsere Lebensmittelindustrie und wo die Fördergelder hinfließen. Weil wenn der Quinoa aus den Anden billiger ist, als der Quinoa vor eurer Haustür,
das sagt alles. Wenn ihr kein Quinoa benutzen wollt, dann könnt ihr alternativ für dieses Rezept selbstverständlich auch Hirse hernehmen. Danach schneiden wir uns zwei Zucchini klein und da gerade keine Zucchini-Zeit ist, sind die mit 2,97 Euro die teuerste Komponente in unserem Gericht. Los geht's mit Öl in Pfanne, Zwiebel in Öl anschwitzen, Paprika zu Zwiebel, Zucchini mit rein, paar Röstaromen bilden lassen, Knoblauch reinreiben, TK-Gemüse dazu und das könnt ihr aber auch erst später mit reinmachen, wenn ihr es ein bisschen knackiger haben wollt. Zwei Esslöffel Sojasauce bringen uns hier einen herrlichen, geschmacklichen Gegenspieler zu den 400 ml passierten Tomaten mit Basilikum und 300 ml Gemüsebrühe. Alles ein bisschen einkochen lassen und auch da kommt es auf euren Geschmack an. Wollt ihr eher ein bisschen mehr oder weniger Flüssigkeit? Wenn ihr zufrieden seid, kommt jetzt der gekochte Quinoa dazu und 400 Gramm gekochte weiße Bohnen, die ihr natürlich über Nacht eingeweicht habt. Alles zusammen kurz durchziehen lassen und mit 2 Teelöffel Dattelcreme und einer halben Limette und ein bisschen Salz abschmecken. Wenn ihr jetzt noch eine gescheite Schüssel habt, dann darf unser Quinoa-Bohneneintopf rein, ergänzt mit einer Handvoll Frühlingszwiebeln und einer Handvoll Sprossen. Dann können sich 4 Leute für 6,95 Euro satt essen. Ich denke, das waren jetzt 3 Rezepte, die gezeigt haben, dass man auch günstig eine ausgewogene, vollwertige, gesunde Mahlzeit zubereiten kann, ohne auf Geschmack verzichten zu müssen. Und wenn ich mich nicht irre, waren wir sogar zeitlich ein bisschen schneller als bei den üblichen Rezeptvorschlägen. Bleibt gesund, ich freue mich auf nächste Woche und haut rein!